Für blinde Benutzer bietet das Betriebssystem macOS spezielle Werkzeuge. Um diese Werkzeuge zu aktivieren, klicken Sie auf das Apple-Symbol an der oberen Menüleiste und dann auf Systemeinstellungen. Im neuen Fenster wählen Sie Bedienungshilfen aus. An der linken Seitenleiste erscheint eine Liste von Werkzeugen, die in vier Kategorien unterteilt sind: Sehen, Hören, Motorik und Allgemein. Schauen wir uns erstmal VoiceOver an. Das Werkzeug befindet sich in der Kategorie Sehen. VoiceOver ist ein Screenreader, der laut vorliest, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Um VoiceOver zu aktivieren, klicken Sie auf VoiceOver aktivieren. Im neuen Fenster klicken Sie auf VoiceOver verwenden. Für neue Benutzer bietet macOS ein VoiceOver-Training. Um das VoiceOver-Training zu öffnen, klicken Sie auf VoiceOver-Training öffnen. Das Training stellt eine Kurzübersicht der Grundlagen und Befehlen von VoiceOver dar. Die Einstellungen für VoiceOver befinden sich unter VoiceOver Dienstprogramm öffnen. In den Einstellungen können blinde Benutzer die Geschwindigkeit der Sprachausgabe anpassen. Klicken Sie auf die Sprachausgabe, Stimmen und unter Rate passen Sie die Geschwindigkeit der Sprachausgabe an. Um die Ausführlichkeit der Sprachausgabe zu verringern, klicken Sie auf die Kategorie Ausführlichkeit und unter dem Menüpunkt Sprachausgabe wählen Sie eine passende Option aus dem Einblendmenü mit der Beschriftung Standard-Ausführlichkeitsstufe der Sprachausgabe aus. Zum Beispiel hoch, mittel oder niedrig. Genauso kann man die Ausführlichkeit für einzelne Objekte einstellen. In den Standardeinstellungen für Bilder werden Name, Status und Typ vorgelesen. In den Einstellungen mit einer geringen Ausführlichkeit wird nur Name vorgelesen. Blinde Benutzer verwenden auch oft die Sprachsteuerung. Bei macOS kann man sie unter Systemeinstellungen, Bedienungshilfen, Sprachsteuerung aktivieren. Die Sprachsteuerung erlaubt es, mit gesprochenen Befehlen Text zu bearbeiten und mit dem Mac zu kommunizieren. Siri stellt eine Alternative für die Sprachsteuerung dar und hilft beim Erledigen der Aufgaben. Siri befindet sich in der Kategorie Allgemein unter Bedienungshilfen. Unter Systemeinstellung Siri öffnen können die Einstellungen angepasst werden. Einige blinde Benutzer verwenden auch die Brailleschrift. Die Einstellungen für die Brailleschrift kann man unter diesem Pfad finden: Bedienungshilfen, VoiceOver, VoiceOver-Dienstprogramm öffnen, Brailleschrift. Blinde Benutzer können auch Audiobeschreibungen aktivieren, die für Videos verwendet werden. Mit aktivierten Audiobeschreibungen können gesprochene Erklärungen von visuellen Inhalten
aus den Videos angehört werden. Um dieses Werkzeug zu aktivieren, klicken Sie auf das Apple-Symbol an der oberen Menüleiste und dann auf Systemeinstellungen. Im neuen Fenster wählen Sie Bedienungshilfen aus. An der linken Seitenleiste in der Kategorie Sehen klicken Sie auf Beschreibungen. Aktivieren Sie die Option Audiobeschreibungen wiedergeben, falls verfügbar.